Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Samuel Duisberger. Wir sind heute in der MS-Oberen Kirchen und fragen unsere Lehrer und Schüler, was sie über Umweltschutz der Plastikflaschen halten. Hallo, darf ich da eine Frage stellen? Ja, sicher, wir haben was gegessen. Ja, wir haben in der Schule so eine Umfrage und da fragen Schüler und Lehrer, ob sie eher Glas, Plastik oder Dosen kaufen. Was kaufen du eher? Meistens kaufe ich Dosen, weil ich auch das sind sehr nachhaltig. Finden Sie also Dosen nachhaltiger als zum Beispiel Glas? Ja, weil bei der Herstellung von Glas wird sehr viel Wasser verwendet. Und das Wasser ist eh schon so knapp. Ja, also normalerweise ist es eigentlich umgekehrt mit Dosen um einiges umweltschädliches, also wie Glas, weil Dosen und Plastik, das dauert so lange zum Verrotten und Glas kann man wiederverwenden. Da Sie vielleicht umsteigen auf Glas, können Sie das vorstellen oder eher? Genau, also, dass das besser ist, das Glas, weil ich es erst mal kenne. Also, dann Sie Plastik und Dosen und bringen Sie das ins ASZ oder dann Sie es wieder recyceln? Ja, weiß ich nicht, es kommt drauf an. Also, ja, danke, auf Wiedersehen. Ja, fertig. Hallo, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, sicher. Wir haben nämlich in der Schule so ein Thema, da geht es um Glas, Plastik oder Dosen. Was bevorzugen Sie, Plastik, Dosen oder Glas? Eher ja, Dosen eigentlich. Und warum bevorzugen Sie Dosen und nicht zum Beispiel Glas? Ja, das ist besser zum Trinken. Und können Sie sich das vorstellen, damit Sie auf Glas öfter irgendwie umsteigen oder so? Nein, Glas nicht. Okay. Aber wissen Sie, damit Glas eigentlich viel besser für die Umwelt ist und damit Dosen und so sehr umweltschädlich ist? Es geht. Okay. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Hallo, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gerne. Wir haben nämlich in der Schule so eine Umfrage und da fragen wir Lehrer und Schüler, ob sie eher Glas, Plastik oder Dosen kaufen. Was bevorzugen Sie mehr? Ich kaufe in letzter Zeit häufig Glas ein. Und warum machen Sie das? Naja, bei Milch zum Beispiel sind es Mehrwegflaschen, beziehungsweise bei Limonaden und Säfte auch sehr oft. Ich greife aber auch zu Karton bei Säfte häufig. Und kaufen Sie öfters Plastik oder Dosen auch oder nur Glas jetzt in letzter Zeit? Nur Glas geht fast nicht. Natürlich ist auch viel Plastik dabei, vor allem bei Lebensmittelverpackungen und Cola, Fanta, also so Softdrinks. Ich versuche es zu vermeiden, aber es geht, finde ich, nicht ohne. Und recyceln Sie dann das Plastik und die Dosen? Ich trenne daheim, ja, ich habe den gelben Sack und dann trenne ich nochmal zwischen Kartonagen und Plastik und dann natürlich nochmal Karton und Papier extra und Dosen auch nochmal separat. Ja, da könnten Sie viele Leute Beispiel nehmen. Danke. Bitte gerne. Danke sehr. Entschuldigung, können Sie Ihnen ein paar Fragen stellen? Wir machen von der Schule eine Umfrage und fragen Schüler, ob sie eher Glas, Plastik oder Dosen bevorzugen. Was bevorzugst du? Ich bevorzuge eigentlich Glas, aber meistens kaufe ich Plastik, weil es nicht anders geht. Okay, also bringen Sie meistens nur Drängendes, was jetzt in Plastik oder Dosen verkauft wird? Ja, also ich kann meistens nur Plastik kaufen, aber wenn ich Glas glaube, dann kann ich Glas kaufen. Okay, und recyceln Sie das Plastik und die Dosen? Ja, auf jeden Fall, ich habe es lange Müll und das wird dann auf jeden Fall recyceln. Okay, und können Sie sich vorstellen, damit Sie öfters die Glas anstatt Plastik und Dosen kaufen? Ja, auf jeden Fall, also wenn es später mal mehr Glas gab, dann würde ich auf jeden Fall Glas machen. Ja, danke. Und wie wir halt bei den Interviews gesehen haben, wissen schon viele Schüler und Lehrer, dass man sich Glasflaschen statt Plastik und Dosen kaufen soll. Und damit man nochmal sehr mal Dosen kauft oder so, damit man es auch recycelt.